Jin Kakujin. Dann stellt man fest, mit dem Jin hin haben wir einen Numeralidentifikator, also das, was kennzeichnet, um was es eigentlich geht. Hier vorne wird das aber nochmal aufgegriffen. Das heißt, das ist ein menschenähnliches, gottähnliches Wesen, aber stark menschenbehaftet. Jin. Das sind diese menschenähnlichen Kamis, die der japanische Glauben kennt. Dann haben wir Schutzgottheiten ohne Gestalt. Da wird es jetzt im europäischen Raum etwas enger. Man könnte vielleicht hier noch anführen, da man sie eigentlich nie sieht als Mensch, die Engel. So, und da ist die Bezeichnung Shugoshi. So, das heißt also, wir haben hier schon mal zwei große Begriffe, die eigentlich untereinander zu tun laufen und wo wir aber mit unserem Glauben noch halbwegs nachvollziehen können, wie es dazu kommt. So, andere Bezeichnungen für oder anstelle von Kami, die aber im Japanischen sehr stark synonymhaft gebraucht werden, also Kami ist, machen wir auch besser, ist ungefähr gleich. Und zwar ungefähr gleich immer dann, wenn man sich alte Schriften anschaut. So, ein Beispiel dafür wäre Tama. Der erste, der jetzt behauptet, dass ein Tamagotchi eine Gottheit ist, das wäre gelogen, ja? Das ist immer noch ein unsägliches Küken. So, dann haben wir Chi oder Ni. Lehnwörter aus der chinesischen Sprache, Jinji oder Kishi. Wieso benutzt, oder wo kamen wohl die letzteren zwei vor? Ist ganz logisch. Man versucht immer auf Gebilde zu machen. Die Griechen, obwohl von den Römern besiegt, wurden gerne zitiert. Und zwar von den Römern, weil die hatten ja die ältere Kultur. Das heißt, man war so schön gebildet. Oder heute Politiker, Wissenschaftler, der Terminus technicus und so weiter. Oder die ganzen Juristen mit ihrem Fachlatein. Das heißt, dass man versucht, gebildet zu sein. Das heißt, das hier waren Begriffe oder Sinnbegriffe, die man vor allem in literarischen Texten sieht, wo es zum Beispiel um Poesie geht. Auf rein klösterlichen Schriften. Kami, Tama, Chimi und das andere, wie gesagt, die poetischen Lautmalerei. So, dann, was für Kami-Klassen gibt es eigentlich jetzt? Wenn nicht nur mit den Schulklassen, sondern da dieser Begriff ja so extrem weit ausgreift, heißt das also auch im Endeffekt, irgendwie muss es verschiedene Kamis für verschiedene Aufgabenbereiche und so weiter geben. Auf der einen Seite sind das Naturphänomene. Das heißt, es gibt einen Kami, der ist zuständig für den Blitz. Es ist ein Kami, der zuständig ist für den Regen. Also die ganz normalen Naturgottheiten, die wir so kennen. Dann Ahnengottheiten. Ahnengottheiten sind alle mythologisch behafteten Wesen. Das kann ein berühmter Samurai gewesen sein, der irgendwie was Großartiges geleistet hat und dessen Person immer mehr verklärt wurde. Es kann sein, dass man mit dem Begriff natürlich auch importierte Gottheiten meint. Und zwar, typisch japanisch, alte importierte Gottheiten. Das sind dann indische Gottheiten. Es gibt buddhistische Gottheiten. Wenn man dann in Korea auf irgendwas Spezielles als Naturreligion gestoßen ist während der Eroberungsfeldzüge und es hat sich gehalten, wurde es ebenfalls mit dem Begriff wiedergegeben. Dann, ganz typischer Fall, eigentlich ein Analogon zu den römischen Kaisern. Römische Kaiser haben sich selber als Halbgötter angesehen und dementsprechend musste man ihnen ja auch Opfer bringen in den Tempel. Das heißt, wenn eine Privatperson, meistens natürlich ein Kaiser, eine herausragende Stellung genossen hat und in die Mythen des Volkes eingegangen ist, wurde er auch zu einem Kami. So. Dann ganz normal Goyo, die Grauenhaften, das sind
sind tote Geister, das sind Rachegeister. Und wie kommt es zu Rachegeistern? Wenn man sich da ein paar verschiedene Fachliteraturen durchliest, ist der Fall eigentlich auch ganz klar. Zum Beispiel, wenn ich jemanden umbringe und der erscheint mir dann jede Nacht im Traum und ich bekomme Albträume, dann ist das schon ein ziemlicher Rachegeist. Wir Europäer, die wir etwas aufgeklärter sind, würden vielleicht an der Stelle mit einfließen lassen, das ist nur das schlechte Gewissen. Naja, wer es meint. So, es kann mit Kami aber auch ein vergöttlichter Gegenstand gemeint sein. Ist das was Neues? Nee. Kaiser Karl soll die heilige Lanze geworfen haben. Sie ist von Wien aus, von Aachen aus geflogen bis zur Hagia Sophia in Konstantinopel, ist dort abgeprallt, zurückgeflogen und ihm wieder in seine Hand gekommen. Ja? Also das sind so typische Märchen, Übertreibungen. Aber wenn genug Leute solche Übertreibungen hegen, pflegen, irgendwann sind die allgemein gut. Seltsamerweise.